Wunderschönen guten Morgen. So, das Fest ist heute vorbei. Und schauen wir mal, wie viel man kriegt. Hey, ich habe deine Fortschritte beobachtet und ich muss schon sagen, dein Geschick beim Armen ist herausragend. Ich bin so froh, dass du unsere Willkommensgeschenke angenommen hast, als du auf die Insel gezogen bist. Ich schicke dir ein weiteres besonderes Geschenk, damit du noch besser werden kannst. Einen Fischteich. Mit diesem Teich kannst du die Fische züchten und deine Fähigkeiten weiter verfeinern. Ja, danke. Wir haben aktuell aber schon einen. Oh. Die können wir jetzt alle ernten. Da braucht man neue. Und eine Quest muss ich mir nach vorne holen. Ein D-Blatt. Sind die jetzt auch? Die sind auch. Oh, okay, wir müssen halt shoppen. Achso, ist schon fertig. So. Das heißt, ich brauche 60 Stück von den Schneeglocken und von den D-Blättern. Okay. Ah, von den D-Blättern. Könnten wir sogar 80 Stück nehmen. Okay, und hier haben wir den zweiten. Derweil dazu. Das geht nicht. Ja, dann versetzt man ein bisschen. Muss ja nicht immer alles so gerade sein. So, von den Preisen her schaue ich jetzt noch, ob wir das wissen. Ja. Da wissen wir alles. Okay, wunderbar. Dann haben wir die gleich unten rein. Die D-Blätter kommen hier rein. Das ist halt alles was fürs Fass. Die D-Blätter. Und ein D-Blatt nehmen wir uns mit. Die können wir dann verkaufen. Und die Schneeglocken kommen drüben zum Honig machen hin. So. Die Birnen. So, das heißt, die kommen da rein. Der kommt noch mit rein. Und dann haben wir es. Okay. So. Dann sammeln wir nur schnell alles ein. Wie es aussieht, wird es jetzt knapp bei uns im Inventar, aber das müsste sich eigentlich alles ausgehen. Naja, verdammt. Das heißt, es geht sich nicht aus. So. Da wissen wir eh bereits alles. Die können wir verkaufen. Gut, das heißt, das Schwert und das kann ich da eigentlich wieder reingeben. Dann kriegen wir nämlich unten von den Ziegen auch noch rein. Aber ich glaube, die haben heute gar nichts gegeben. Nee.
So, okay. Ah, jetzt war ich oben. Die lassen wir einfach nur so raus. Beziehungsweise bei dem Wachtel muss ich da nochmal reinschauen. Ich hätte oben ja gleich meinen Osmium-Seedrang mitnehmen können. Naja, okay. Und ich brauche unbedingt bald mal die automatischen Truhen. So, Wachtel klein. Hier, da könnte ich mir eigentlich auch mehr hinstellen. So, dann. Hier. Davon braucht man so viel. Hier nehme ich die drei mit. Einmal klein. So. Und hier braucht man drei. So. Einmal Wachtel. Habe ich jetzt normale Eier keine mitgenommen? Sieht nicht danach aus. So, dann normale Milch. Dann einmal klein. Okay. Und hier. Passt. Die braucht man nicht. Den Trüffel können wir noch reingeben. Passt. Müssen wir einfach nur verkaufen. Okay. So, Dali. Jetzt schaue ich noch. Da haben wir noch. Und hiervon haben wir noch. 11 Tage. Okay, die brauche ich nicht mehr. 11 Tage geht sich nicht aus. Und 12 Tage geht sich auch nicht mehr aus. Gut, dann ist das hinfällig. Dann brauche ich nicht zum Sam. So. Dann fehlt mir Schrott. Achso, warte, nehmen wir das. Okay. Dann füllen wir hier drüben noch auf. Das kommt hier rein. Das füllen wir noch nach. Das und das. Und dann würde ich gern versuchen gehen,
Aber warte, warte, warte. Ich nehme meine Angel mit. Auch eventuell die Spitzhacke und das. Warte, warte, warte. Der hat offen. Können wir uns noch schnell unseren Pfau kaufen? So, hi. Ich würde bitte gerne ein Tier kaufen, und zwar einen Pfau, bitteschön. Ja. Wann kriegst du da wieder Nachschub? Kann er mir nicht sagen. So, dann. Gibt es da einen Auftrag? Was ist das? Ah, da gibt es jetzt neue Sachen. Was? Erhöht die Chance auf gefundene seltene Gegenstände. Auf Energiezuwachs. Bewegungstempo. Reichweite. Eine Stärkung. Alter, was? Da gibt's. You can complete a round for BOS hier. Speck der Erde zu töten. Okay, warte mal. Hoppla, falsch. Extras. Spekter sind Bienen. Okay. So, dann haben wir für dich mal ein D-Blatt. Dann muss ich noch schauen, wo die Anna ist. So, können. Genau, da können wir auch wieder eins ausbauen. Hergestellte Köder, sofort etwas an die Angel zu kriegen. Beziehungsweise Anne. Die ist da oben unterwegs. Okay, was ist da noch? Herstellen, das ist neu. Und Startbewertung. Fehlt uns nicht mehr viel, dann sind wir auf B. Ja, gut. Dann schau mal. Ja, aber Erde, Quests. Meint er da in der Erdmine oder was? Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Bienen oder halt Wespen drin sind.
Autsch. Aber ich glaube fast, ne? Dann schauen wir mal weiter. Wie sieht's hier aus? Autsch. Sag mal. Da. Da ist auch nichts. Okay, warte, dann müssen wir so durch. Au! Dann sind wir eh schon wieder rundherum. Ich habe halt keine Ahnung, wo die drin sind. Der Hintergrund sieht halt schon schwer nach Erd aus, aber genau sagen kann ich es auch nicht. Naja, schauen wir noch weiter. Wir haben ja noch ein paar Ebenen vor uns. Vielleicht sind die erst ab einer gewissen Ebene da. Kann halt auch gut sein. Jetzt war ich wieder zu nahe. Da ist sonst eh gar nichts. Geben die mir nicht? Nee, geben. Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, welche mir Dings geben, die Fledermausflügel. Saft. Oh, da vorne ist wieder ein Edelstein. Ein schwarzer Opal. Angeboten ist der auch schon. Ich dachte, der fehlt mir noch. Nee, dann ist es ein anderer, der mir noch fehlt. Drüben, glaube ich, war eh nichts mehr. Nee. Okay, hier sind eh nur Schleimis. Ich wollte eigentlich heute gar nicht die ganze Zeit hier drin verweilen.
Aber ich bin halt auch doof, ne? Wenn ich so eine Quest annehme. Naja, was soll's. Ich glaube, bei denen könnte ich Fledermaus wieder rauskriegen. Aber der gibt wieder gar nichts. Der gibt mir auch nichts. Eine Monster-Essenz. Denn das Loch für die nächste Ebene. Da. Okay, da ist nichts. Ich finde alles, nur keine Biene nicht. Vielleicht ist das auch mal voll random, was tatsächlich für Monster da sind. Vielleicht sind heute gar keine Bienen nicht da, erst morgen wieder. Könnte ja auch möglich sein. Ja, fast gar nicht, oder? Oder die sind erst ab einer gewissen Ebene da, kann auch sein. Weil die sind jetzt... Also die haben wir die ganze Zeit jetzt nie gehabt. Und jetzt sind die da. 25. Ja, gut. Nee, heute nicht mehr. Vielleicht schauen wir dann morgen nochmal oder so. Da müssen wir schauen.
So, das heißt, die Anne ist wahrscheinlich hoffentlich noch hier drüben. Dann können wir ihr nämlich... Sie ist jetzt oben nicht mehr. Vielleicht hier unten? Da ist sie. So, Questgegenstand geben, bitteschön. Dann kriegst du noch ein Geschenk nach oben drauf. Gut, dann ist das erledigt. So, zum Schmied. Er hat noch offen, Gott sei Dank. Oh no, Karen. Aber was kann ich heute für dich tun, Frau Kugelfisch? Karen, ist schon in Ordnung, Herr Sanchez. Ich bin hier, um meine Kandidatur für die bevorstehende Bürgermeisterwahl zu verkünden. Bürgermeisterwahl, so etwas haben wir. Ich dachte, Bürgermeister Connor ist der Bürgermeister. Das ist er im Moment, aber wohl, weil er nie gegen jemanden kandidieren musste. Stimmt, stimmt. Da hatten wir doch diese Sitzung vor ein paar Jahren, bei der wir sagten, dass Bürgermeister Connor weiterhin Bürgermeister ist. Du willst also Bürgermeisterin von dieser kleinen Stadt sein. Und warum? Ich sehe das Potenzial dieser Stadt, wie dich zum Beispiel, du und dein Bruder. Ihr beide seid äußerst begabte Schmiede. Aber ich komme nicht umhin festzustellen, dass all euer Werkzeug abgenutzt ist. Es gibt Maschinen da draußen, die eure Produktionszeit erheblich verkürzen würden. Dann habt ihr mehr Freude daran, das Leben in der Kleinstadt zu genießen. Ich kann da was machen und noch mehr, wenn ihr für mich als Bürgermeisterin von Starlet Town stimmt. Warum lest ihr nicht meine Broschüre? Ich bin mir sicher, die wird euch interessieren. Ich freue mich auf eure Stimmen bei den kommenden Wahlen. Nun ja, Hallöchen, Farmer. Keine Sorge, ich rede bald mit dir. Ich will auch deine Stimme. Mach einen Abflug. Komm, geh. Ich mag die Alte nicht. Was liest du? Frau Kugelfisch möchte Bürgermeisterin werden. Das ist ihre Broschüre. Aber Bürgermeister Connor ist Bürgermeister. Das sagte ich doch. Ist doch klar, worum es bei dem allen geht, Ori. Was? Nun ja, kümmern wir uns später darum. Wie kann ich dir helfen, Ori? Du bist hergekommen. Du hast die Angewohnheit, genau zur richtigen Zeit aufzutauchen. Genau dann, wenn ich einen Gesprächspartner brauche. Ich habe mich dazu entschieden, den Eisenaugenhammer zu schmieden. Was ist mit dem vergifteten Devantium? Ich weiß, ich habe darüber nachgedacht. Schließlich und endlich ist das vergiftete Devantium bloß ein Risiko, das ich auf mich nehmen muss. Meine Nichte Valentina, sie sieht zu mir auf, verstehst du? Wie lange kann ich ihr in die Augen sehen und ihr sagen, dass ich den legendären Hammer nicht geschmiedet habe, als ich die Chance dazu hatte? Wie kann ich ihr nur sagen, dass ich mich vor Furcht und Zaudern aufhalten lasse? Ich kann das nicht machen. Nein, ich muss es machen. Für sie und für mich selbst. Ich dachte mir nur,
Du möchtest es wissen, Ori. Melde dich später bei mir, dann siehst du vielleicht etwas Spektakuläres. Etwas Mystisches. Okay, so. Das Werkzeug haben wir bekommen. Den machen wir. Den müssen wir noch anbieten. Okay, dann bringen wir den auch gleich noch rüber. Dann haben wir das abgeschlossen. Dann können wir... Weil ich glaube, die Juwelen sind dann voll. Das beanspruchen wir. So. Jetzt weiß ich nur nicht. Hier, dann haben wir den vollständig. Schleim der Replikation. Dieser Schleim der Replikation kann Gegenstände duplizieren. Gib ihm 3 Tage oder so. Okay. Dann stellen wir ihn da hinten auf. Hier ist das Rezept von der Zara. Haben wir irgendwas? Das wissen wir nicht. Die können wir sowieso hergeben. Kann ich alles da drinnen? Dupliziert Edelsteine, Artefakte, Fossil, Erz und Seetang. Okay. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das viel gibt. Aber ich denke mal, es ist besser wie gar nichts. Ich weiß halt... Ah, ich bin ja so lost. Ach so, nee. Das würde eh nicht gehen. Die würde ich nicht reingeben können. Also, die Fledermausflügel. Wahrscheinlich nicht. Okay. So, jetzt entleeren wir schnell unser Inventar. Das können wir noch reingeben. Hier geben wir das und das noch rein. Das heißt, es wäre nicht schlecht, wenn wir die Bissi aufwerten würden. Achso, das können wir reingeben. Die Angel können wir reingeben. Die Spitzhacke bringe ich jetzt nicht mehr rein. So, dann hauen wir das hier alles rein. Hier füllen wir gleich wieder nach, weil da werden wir jetzt wieder einiges benötigen. So, okay. Wir nehmen das alles mit und gehen die aufwerten. So. Heißt, wir gehen ins Dorf. Und hauen hier. Okay, der gibt nur 20.
schneller Schwung. Sowas nicht wirklich Brauchbares. Ja gut, ist jetzt nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe, aber gut. So, wieso kann ich ihm... Eine Birne kann ich ihm geben. Ah, jetzt. Okay. Und hier sind die anderen zwei. Magst du ein Shiitake? Oh, das nehmen wir. Okay. Perfekt. Danke für die Birnen. Ich habe das Spiel nämlich jetzt neu gestartet und jetzt sind die ganzen Baumstämme nicht mehr hier. Jetzt kann ich sie auch wieder entfernen. Sehr gut. So, was hatten wir eigentlich? Fünfundvierzig hat mir das gebracht im Vermächtnis, ne? Ja. Das heißt, für die Fische und die Sachen kriege ich jeweils 3. Das heißt, das bringt mir nichts. Okay. So, das heißt, die können wir jetzt alle wieder fleißig verarbeiten. Alter, 1500. Die können wir hier so wie sind verkaufen. Und den Rest verarbeiten wir weiter. Hier kann ich auf jeden Fall schon mal wegnehmen. Weil der Wärmer spätestens, wenn der Frühling wieder eintrifft, wieder umbauen. Mhm. Weil wir haben ja jetzt auch schon die großen... Sprinkler. Die könnte man eigentlich auch. So. Die nehmen wir alle mit. Und dann machen wir wieder die Blätter. Reichen da 29? Sehr gut. Passt. Dann können wir nämlich auch wieder verkaufen. Dann schauen wir noch schnell hier unten rein. So, da haben wir fertig. Dann kommen die drei hier rein. Den Rest lassen wir fertig laufen. Die drei kommen. Aber... Ah, Trüffelöl, jetzt haben wir es. Das müssen wir anbieten. Das heißt, das haue ich jetzt oben nur schnell so in die Truhe. Beziehungsweise, warte mal.
gibt 45. Geht sich halt nicht ganz aus. Und 3, das heißt, wir gehen 6 Punkte nur ab. Oh nein. Außer es würde mehr geben. Aber ich glaube, die geben immer. Angebot gemacht. Weiter runter kann ich gar nicht. Eieieiei. Mit dem Trüffelöl, glaube ich, sind wir dann eh noch nicht voll. Naja, gut. Dann machen wir das so. Das heißt, die großen Sprinkler. Hier brauche ich wieder Silber. Und wir brauchen so viel Schrott jetzt. Dann hauen wir drüben da auch noch rein. Das heißt, hier haben wir einen weiteren. Den hauen wir hier dazu. Und dann bräuchte man nur noch 2 für die Trüffel und die Federn. Und da kann ich, glaube ich, nichts mehr machen. Nee, Silber. Das heißt, wir brauchen morgen auf jeden Fall wieder Silbererz. Okay, das heißt, aber im Grunde genommen können wir die auch weggeben. So, die sind, glaube ich, auch für unten. Ah, okay. Das heißt, das kann auch weg. Das kann auch weg. Die können wir eigentlich alle weghauen, weil es eh nur mehr Baumwolle. Okay. Die gehen noch. Hoppla, der kann noch weg. Das kann auch weg. Gut, 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 gut. Die großen Sprinkler sind halt dann schon wirklich große. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht komplett draußen rundherum, je nachdem, wie viel das wir brauchen, Felder mache. Und innen drinnen dann die Tiere. Und je nachdem. Die Bäume würde ich sowieso gern drinnen anpflanzen. Die sind cool, die können wir nämlich hier lassen. Das ist exzellent, sage ich jetzt mal. Dass die draußen auch wachsen, ist schon nicht schlecht. So, das heißt aber, könnten wir... die jetzt erstmal hier rüber stellen. Nehme ich, verwerfen, fertig. Ja. So. Sieht schon cool aus, ne? Aber der braucht halt seine Zeit. So. Das heißt, einen Sprinkler können wir auf jeden Fall mal verkaufen. Ein Schild. Hier einen. Ja, verkaufen wir. Machen wir uns halt wieder welche. Macht dir nichts. Schrottvogelscheuche, Speer. Die können wir uns nämlich alle herstellen, gell? Genau die. Passt perfekt. Und die kleinen hier, so brauchen wir sowieso nicht mehr. Passt. Gut. Da ist eh alles noch am Werken und am Machen und am Tun. Dann belassen wir es bei dem.
Dann sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.